Okay. Hallo, schön. Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Akzeptanztests stabiler machen kann, indem man Page-Objekte einsetzt. Erstmal zu mir. Mein Name ist Nils Bracek. Ich bin im Netz unterwegs mit Nibra. Auf Twitter findet ihr mich als Hippie mit PHP in der Mitte. Ich arbeite als Software Quality Consultant und empfinde mich selber als Clean Code Evangelist. Victor nennt mich immer Code Nazi, weil ich sehr streng bin, was Codequalität und so weiter angeht. Ich entwickle mittlerweile seit 1983 und habe Erfahrungen im Mainframe-Bereich, Amigas, PCs, bis heute halt Webserver und solche Geschichten. PHP mache ich seit 1999 und Joomla seit Mambo. So, ich habe hier einmal einen Auszug gemacht von dem Login-Screen im Administratorbereich von Joomla 3. Das ist ein bisschen versimplifiziert, damit man das hier auf dem Schirm auch sehen kann. So, jetzt stellen wir uns vor, wir wollen dafür einen Akzeptanztest machen. Das heißt, so mit Selenium diese Teile ansprechen, gucken, wenn man die Felder richtig ausfüllt, ob dann auch alles so funktioniert, wie man das gerne hätte. Gut, fangen wir also an und schreiben einen Test. Erstmal natürlich den Happy Pass. Ja, das heißt, wir gucken an. Ne, ich logge mich ein mit gültigen Daten. Ja, das heißt, ich gehe auf die Seite index.php. Ich fülle das Feld mit der ID modlogin-username aus. Fülle das Passwortfeld aus und klicke dann auf den Button, auf dem Login steht. Dann warte ich maximal 4 Sekunden und dann kann ich meine Abfragen machen, ob alles so ist, wie ich es gerne hätte. Natürlich kann das auch sein, dass das falsche Passwort eingegeben wird. Das muss ich natürlich auch testen, was dann passiert. Oder ich kann einen Benutzer haben, der nicht bekannt ist. So, das seien jetzt mal unsere Testfälle. In der Praxis haben wir natürlich wesentlich mehr. Aber das ist so die Basis, mit der wir gut arbeiten können. So, und jetzt kommt irgendeiner auf die Idee und ändert dieses Wort. Wir erinnern uns bei unserem Test, ja, haben wir uns immer darauf verlassen, dass der Login steht. Jetzt hat George wieder committed und wir müssen alle unsere Tests umschreiben. Ja? So, und dadurch, dass wir das hardcodiert haben, werden diese Tests sehr fragil. Jedes Mal, wenn irgendwo irgendwas geändert wird, sei es eine CSS-Klasse, eine ID oder mal so ein Wort, kann uns das passieren, dass unsere Tests zusammenbrechen. Und das ist so lästig, dass die meisten Leute diese Tests gar nicht erst schreiben. Ja, macht ja keinen Spaß, wenn man das alle 3 Tage nochmal machen muss. So, also fragen wir uns, was ist hier eigentlich falsch? Wir haben keine Kapselung. Ja? Wir haben nicht sauber getrennt, die Zuständigkeiten. Wir wiederholen uns ständig. Wir sind voll abhängig, wir haben keine Unabhängigkeit. Und wir sind sehr eng gekoppelt. Ja? Das ist alles schlecht. So, also was können wir tun? Das Einfachste ist, erstmal diese Lokatoren, die wir benutzt haben, Variablen zuzuweisen. Das machen wir jetzt in einer Klasse, die nennen wir Login-Page, weil diese Lokatoren eben die sind, die wir auf der Login-Page finden. Dieser Code ist übrigens ein Auszug aus unserem Google Summer of Code-Projekt, das wir jetzt abgeschlossen haben. Demnächst kommt auch ein PR. Weiß man schon wann, Yves? Kommt aus ein paar Kleinigkeiten. Ja. Also es fehlt nicht mehr viel, kann in Kürze kommen. Das heißt, wir kriegen diese Art Tests tatsächlich in Joomla in den Core rein, auf die ihr dann mit euren Arbeiten weiter aufbauen könnt. Ja, ihr könnt das da finden. Was wir also jetzt haben, dadurch, dass wir diese Variablen benannt haben, können wir diese Dinge etwas abstrakter ansprechen. Wenn sich jetzt also wieder dieses Login in Authenticate ändert, dann muss ich nur an einer einzigen Stelle ändern, nämlich hier. In dem Page-Objekt. Das Page-Objekt ist 1:1 related mit der Seite.
Ne? Und ich habe also nur noch eine einzige Stelle, an der ich diese Änderung mitvollziehen muss. Ja, und alle Tests funktionieren wieder. Ja? Ich muss also nicht im Zweifelsfalle 500 Tests anpassen, sondern nur diese eine Seite. So, wir haben hier aber immer noch einen Haufen von Wiederholungen, wie wir sehen. Das sieht ja immer noch alles gleich aus. Ja? Um das jetzt anzugehen, stellt man sich am besten die Frage, wenn ich einem Kunden anweisen würde, diese Schritte zu vollziehen, was würde ich dem eigentlich sagen? Was würde ich dem erzählen? Den sage ich doch, geh in die Administration, gib deine Zugangsdaten ein und klick auf Login oder ne, schick das Formular ab. Ungefähr so würde ich dem das aber erzählen. Also machen wir das auch genauso. Ja, wir bauen einfach einen Open, der diese Seite öffnet. Dann geben wir die Zugangsdaten ein und dann schicke ich das Formular ab. Das sind Schritte, die sind unmittelbar nachvollziehbar, aber an diese Seite gekoppelt. Die funktionieren ja nur auf dieser Seite. Deshalb gehören sie logischerweise auch in die Login-Page, in das Page-Objekt. Ja? Soweit klar? Gut. Jetzt sieht das, der Code so aus. Und der ist auch wesentlich lesbarer. Das sind die eigentlichen Tests. Ja? Das heißt, ich gehe auf die Login-Page, ich öffne die, gebe die Zugangsdaten ein, schicke das Formular ab und mache meine Prüfung. Jetzt taucht aber das Problem auf, dass jede Aktion, die ich auf einer Seite machen kann, ja zu einer anderen Seite hinführen kann. Das muss ich auch irgendwie feststellen. Und das lösen wir ganz einfach dadurch, dass wir diesen einzelnen Methoden sagen, dass sie uns die Seite zurückliefern, die wir erwarten. Das heißt, wenn ich die Seite geöffnet habe, erwarte ich natürlich, dass ich auf dieser Seite bin. Ganz klar. Wenn ich die Benutzerdaten eingegeben habe, erwarte ich auch, dass ich am Ende immer noch auf dieser Seite bin. Und wenn ich das Formular abgeschickt habe, dann erwarte ich, dass ich auf dem Control Panel bin. Das heißt, ich gebe hier dann ein neues Page-Objekt zurück, das das Control Panel repräsentiert. Mit allen Funktionen, die da drauf sind. Ja? Der Test wird dadurch einen Ticken modifiziert, dass wir also das immer zuweisen in die Page-Variable und die immer weiter verwenden. Sieht hier jemand ein Problem? Das Routing ist halt damit ja festgeschrieben, oder nicht? Also ich kann jetzt nicht verändern, ob ich von der Login-Seite auf eine andere Seite komme, sondern dann müsste ich quasi das anfangen. Das entscheidet sich aber die Login-Seite. Das heißt, wenn du die Login-Seite änderst, dass was anderes kommt, dann änderst du das da ja auch. Dann änderst du da einfach das Ding, was er zurückgibt. Nämlich die neue Seite. Genau, aber das könnte ja auch irgendein Routing-Mechanismus sein. Ja, dann müsstest du das ein bisschen intelligenter formulieren unter Umständen. Das echte Problem, das wir hier allerdings haben, ist, wir kommen ja nur bei dem hier auf das Control Panel. Bei den beiden anderen bleiben wir auf der Login-Page. Weil Fehler. Wir kriegen Fehlermeldung und bleiben im Formular. Ja, das heißt also, ich muss unterscheiden, ob ich mich erfolgreich oder nicht erfolgreich anmelde. Und das machen wir also, indem ich den einmal abschicke oder ihn abschicke und einen Fehler erwarte. Ne? In dem ersten Fall kriege ich das Control Panel zurück, im zweiten Fall weiterhin das Login-Formular. So, damit sehen die Tests jetzt so aus. Ja, hier ist Submit ersetzt durch Submit Expecting Errors. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben aber immer noch Codewiederholungen unnötiger Art. Ja, das können wir auch ein bisschen reduzieren. Weil wenn ein Benutzer erstmal ein bisschen mehr Ahnung hat, dann sagen wir ihm auch nicht mehr, geh auf die Seite, gib deine Zugangsdaten ein, klick auf Submit. Dem sagen wir nur, log dich ein. Ja, und so muss das hier auch laufen. Ich würde den Test, ob das fehlsteckt oder
nicht fehlsteckt, würde ich in dem Assert erwarten. Nicht, du machst es ja jetzt schon quasi bei der Page-Object, sagst du erwartest schon einen Error. Das sage ich im Test, ja. Ich erwarte einen Fehler, genau wie ich es mache, Expected Exception. Du machst es ja schon einen Schritt davor. Und nicht beim, ich hätte es beim Assert erwartet. Nein, es ist hier auch keine Assertion in dem Sinne, sondern der einzige Unterschied ist tatsächlich der, was ich zurückbekomme. Und das Erkennen der Seite, ob das richtig gelaufen ist soweit. Du weißt an der Stelle, dass da ein Fehler kommen soll. Und das ist deswegen auch... Ja, nein, das willst du nicht testen. Du willst es sicherstellen. Du willst es nicht testen, du weißt, dass es kommt. Du willst es sicherstellen. Er verhält sich ja genau richtig, weil ich diese Seite abschicke und den Fehler erwarte. Und dass das so ist, ist alles gut. Ja? Der Test schlägt ja nicht fehl, weil das Login nicht geklappt hat. Er würde fehlschlagen, wenn das Login klappt, wenn du hier so eine Control-Page zurückkriegst. Das ist ja auch das, was du tatsächlich erwartest, was dabei rauskommt. Du erwartest an dieser Stelle tatsächlich, dass die entweder beim ersten der Code kommt oder eben nicht. Ja. Und du halt bei den zweiten, beim zweiten und dritten eben nicht der Code-Panel kommen, deswegen gibst du diese Erwartung schon vor. Genau. Das ist genauso, wie du in PHP Unit zum Beispiel auch sagst, Expect, Exception, sowieso. Die erwarte ich, dass sie kommt. Und wenn die nicht kommt, ist was schiefgelaufen. Ja? Und das ist deswegen notwendig, weil die halt verschiedene Seiten zurückliefern. So. Du brauchst etwas, das genau das ist. So, was wir als nächstes machen, ist die... Diese Wiederholung, das ist immer noch ziemlich, sind zu große Blöcke von Duplicate Code. Die müssen wir also weiter refaktoren und holen die also so raus, wie wir es auch im Benutzer sagen würden. Wir sagen, log dich ein ins Backend. So eine Funktion bauen wir. Das gehört aber nicht ins Page-Objekt. Weil das ist ja eine Anweisung, das wird die Seite zwar benutzt, aber das ist keine Funktion, die die Seite erfüllt. Der Grat ist schmal. Diese Unterscheidung. Und die Einschätzung ist auch nicht immer einfach und man ist auch nicht immer einig, wo die ist. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Codeception, mit dem wir hier in der Regel arbeiten, und hat deswegen neben den Page-Objects auch sogenannte Step-Objects. Das heißt, solche Schritte, Arbeitsschritte, die wir zusammenfassen können, kommen in solche Step-Objekte rein. Das wären die hier. Die würden wir dann normalerweise auslagern können. Aber jetzt erstmal ist es gut genug, die hier reinzupacken. Das heißt, ich kann mich einloggen ins Backend und ich kann mich einloggen ins Backend und Probleme erwarten. Dadurch wird der Test noch wesentlich simpler und lesbarer. Ja? Wenn man sich alle Funktionen vorstellt, die man testen will, wo man sich ins Backend einloggen muss, ja, dann muss man nicht mehr diesen ganzen Kladderadatsch machen hier, sondern nur noch Login to Backend. Und das war's dann. Und plötzlich haben wir eine Stabilität in unseren Tests, auch in den Akzeptanztests, wie wir sie gerne hätten. So, also grundsätzlich für Page-Objekte steht also Folgendes. Alle Methoden repräsentieren Services, die die Seite in irgendeiner Form zur Verfügung stellt. Ja, deshalb ist eben die Frage, ob man dieses Login komplett als ein Step mal da reinpackt. Wäre in Ordnung, weil das würde dieser Definition entsprechen. Ja? Ist Geschmackssache, kann man streiten, an welcher Stelle man diese Grenze zieht. Auf jeden Fall dürfen aber die Internas der Seite, wie Lokatoren, Feldnamen oder idealerweise sogar die Tatsache, ob das normale Passwort-Authentifizierung ist oder Two-Factor-Authentifizierung, sollte eigentlich versteckt sein, idealerweise. Ist jetzt nicht trivial bei dem Beispiel, aber idealerweise wäre dem so. Ja? Grundsätzlich macht ein Page-Objekt keine Assertions. Man kann es in gewissen Situationen mal machen, sollte man aber möglichst nicht. Tests gehören in den Test. Ja? Alle Methoden geben immer ein Page-Objekt zurück. Wobei so ein Page-Objekt nicht eine ganze Seite repräsentieren muss, sondern durchaus auch
sich auf ein Menü oder auf ein Modul beschränken kann. Ja, es gibt gar keine Notwendigkeit, dass es eine ganze Seite darstellt. Ja, weil am Anfang des Tests hole ich mir das Teil. Und wenn ich nur das Modul testen will, dann brauche ich mir auch nur das Modul zu holen. Hole ich mir irgendeine Seite, wo das Modul drauf ist. Ja, ist gar kein Problem. So, und sobald ich von derselben Aktion verschiedene Resultate, also Seiten, erwarte oder verschiedene Reaktionen erwarte, kommen die in verschiedene Funktionen rein. So wie wir das mit dem Submit gemacht haben. So, und das heißt, ich war jetzt ungefähr doppelt so schnell wie geplant. Weil, das war's schon. Ja? Das mit dem Assertion, da bin ich verstanden. Das hier? Ja, genau. Das Assertion sind diese Tests, die zum Beispiel sagen, stelle sicher, dass auf der Seite der Text steht, oder dass also der Test als gescheitert gelten kann, wo tatsächlich etwas sichergestellt wird, geprüft wird. Also alle Prüfungen, in PHP Unit heißen die Tests zum Beispiel alle assert irgendwas, assert equals, assert true oder ne, assert instance of. Das heißt, ich stelle irgendeine bestimmte Eigenschaft sicher. Ja, und sobald das nicht sichergestellt ist, schlägt der Test fehl, also rot. Und sowas gehört nicht in die Page-Abdeckel. Ja, weil die sollen möglichst wiederverwertbar sein in jedem Kontext. Wenn ich eine generelle Administrationsseite habe, die mit einer Admin-Seite, die mit den Listing von Items umgehen kann, kann ich die vielleicht so generell halten, dass alle Extension-Entwickler diese nehmen können, um damit die Administration ihrer Extension zu testen. Ja, weil sie diese Seite aufrufen kann und die ganzen Methoden, dieses Anklicken von einzelnen Teilen, das Unpublishen und diese ganzen Toolbar-Button, die wir da haben, generell zur Verfügung gestellt werden, sodass der Extension-Entwickler sich da überhaupt nicht mehr drum kümmern muss. Ja, er kann trotzdem dann einfach die Tests machen, indem er ganz einfach sagt, ich gehe auf diese Seite, ne, da will ich dieses Page-Objekt haben, das schreibt er sich einmal. Und dann hat er aber, weil er es halt vom Admin-Template erbt, hat er dann die Toolbar und das Menü und so weiter zur Verfügung und kann die Aktion ausführen auf seinen Objekten und gucken, ob das bei rauskommt, was er sich vorstellt. Ohne großen Aufwand. Und ohne, dass es bricht, wenn das Backend-Template mal geändert wird. Weil dann ja auch die Page-Objekte mitgeändert werden. Ja, das ist der große Vorteil. Und das ist auch das, was ich mir davon verspreche, das so unter die Leute zu bringen, dass sie auch mehr von diesen Tests generell bekommen. Weil dadurch, dass sie eben, wenn man es so macht, wie am Anfang gezeigt, sehr fragil sind, also sehr leicht kaputt gehen, hat kaum jemand Lust, die zu machen. Das macht keinen Spaß. Aber mit dieser Katzelung ist es einfach. Ja, und dann geht auch so leicht nichts mehr kaputt. Das Einzige, was man tatsächlich immer machen muss, ist die Kopplung zwischen der Seite und dem dazugehörigen Seitenobjekt, the Page und Page Object, die in Sync zu halten. Also wenn ich da was ändere, muss ich das da natürlich nachfahren, weil sonst geht's schief. Das ist klar. Aber das ist auch das Einzige, was man noch machen muss. Das heißt, sobald ich irgendwas am Markup ändere, ändere ich das dazugehörige Page-Objekt und alle sind glücklich. Ja? Weil die Extension-Entwickler können ihre Tests weiterfahren, ohne dass sie was machen müssen und ohne dass ihnen was kaputt gemacht wird. Das heißt, sie werden dann auch eher geneigt sein, solche Tests zu machen. Das wiederum hat zur Folge, dass sie bessere Extensions bekommen und so weiter und so fort. Und das kann für uns alle ja nur gut sein. No. Und wie gesagt, mit diesem Google Summer of Code Projekt, mit den Automated Browser Tests, ist der Start für den Core gelegt, dass wir das da reinkriegen, dass wir das sauber getestet sind, also nicht nur die Unit-Tests, wie wir sie bisher schon haben, sondern eben auch tatsächlich aus Browser-Sicht mal ordentlich validieren, was wir haben, sodass wir in kommenden Versionen sicherstellen können, wenn die Tests nämlich noch laufen, dass alles gut ist. Weiterer Vorteil von diesen Page-Objekten ist nämlich auch, dass ich mit derselben Interface, also zum Beispiel Login to Backend, das für Joomla 3 und Joomla 4 und Joomla 5 machen kann. Das heißt, dieselben Tests laufen,
auch mit der nächsten Major-Version, ohne dass was geändert werden muss. Weil alle Änderungen, die drin sind in den Templates, sind in den Page-Objects gekapselt. Einzige, was ich also machen muss, als, anstatt alle Tests neu zu schreiben oder einfach wegzuschmeißen und keine mehr zu haben, ist halt die Page-Objekte, die da sind, anzupassen an das neue System. Und ich kann alle Tests, die ich habe, weiterverwenden. Kann somit also auch Kompatibilität von der einen zur nächsten Version tatsächlich sicherstellen in der Benutzung. Was wir jetzt überhaupt nicht können. Was heißt es im Core genau? Wer ist dann auch in der Version, die auf GitHub ist? Also wenn ich Joomla CMS runterlade oder auch in der Version, die jeder sich runterladen wird? Also wie fangen wir die Tests mit aus? Nicht im Release-Package. Also auf GitHub sind sie natürlich drauf. Und da sind sie aber jetzt noch nicht, sondern... Momentan sind sie in dem Repository, was Nils am Anfang gezeigt hat. Ja. Unter Joomla Projects. Mhm. Das ist also, ich würde mal sagen, 2-3 Wochen oder so. So die Größenordnung. Das ist noch ein bisschen Feinschliff, der da nötig ist, aber im Prinzip ist das fertig. So dass man mitarbeiten kann. Ne? Du hast das Video gezeigt, ne? Vorhin? Ne, weil auf YouTube ist das? Und im Joomla Channel. Oder wo? Nee, das hat Peter selber veröffentlicht. Achso. Also einfach mal. Ja, da gibt es ein Video von Prital, der Studentin, die das Projekt gemacht hat. Die hat mal so einen Lauf mitgeschnitten, dass man sehen kann, wie dann diese Tests ablaufen. Da sieht man richtig, wie die Browserfenster aufgehen und zugemacht werden wieder und diese ganzen Sachen gemacht werden, während da die Liste läuft, was er alles geprüft hat. Und so sieht richtig beeindruckend aus. Ist es auch. Na, weil es einfach großartig, dass wir endlich diesen Schritt geschafft haben. Na, dass wir das haben können. Man muss ja da auch Testdaten haben. In der Dokumentation stehen die Testdaten von Joomla 1.6. Sind das die, die jetzt auch aktuell sind? Muss ich passen. Weiß ich nicht, ohne nachzugucken. Was für Testdaten? Das ist ja ein normales installiertes Joomla und die Testdaten generiert der Test. Also wir legen ja in dem Test einen neuen Benutzer, einen neuen Artikel, neues irgendwas. Ja, aber für andere Dinge zum Beispiel? Ist es ja... Wenn ich einen neuen Artikel anlege, einen Artikel ändere, wenn ich sowas testen wollte. Ja, davor haben wir den Artikel angelegt. Wir haben in der Conception die Möglichkeit zu sagen, ein nächster Test ist abhängig von dem vorherigen. Dafür gibt es Add-Depends. Alternativ kann man den Artikel natürlich nochmal neu erzeugen, so ein bisschen, je nachdem, ob man Depends mag oder nicht. Also grundsätzlich haben Tests unabhängig voneinander zu sein. Ja, das heißt, ein Test hat selber dafür zu sorgen, dass seine Ausgangsdaten da sind, wie er sie erwartet. Dann macht er den Test und guckt, ob das Ergebnis so ist, wie er es erwartet. Manchmal machen wir aus Performance-Gründen, weil so ein Aufbau der Umgebung ein bisschen dauern kann und wenn man tausende von Tests hat, zieht sich das wirklich in die Länge, dass man einen Block von Tests macht, eine Gruppe, die einen ganzen Workflow von Anfang bis Ende durchmachen. Das heißt, ich habe erstmal noch keinen Artikel, ich lege einen an. Ja, das ist ein Test, ob das klappt. Wenn das klappt, hat der nächste Test seinen Artikel, mit dem er rumspielen kann. Ne? Und so bauen die dann aufeinander auf, bis hin zum Löschen dann. Weil am Ende muss wieder alles sein wie vorher, wenn der Test ordentlich ist. Das heißt, diese Gruppe darf dann auch nur geschlossen ausgeführt werden. Und die muss im Prinzip, wenn man es richtig macht, auch die Ausgangssituation immer wieder herstellen. Damit der nächste Test eine definierte Ausgangssituation hat. Okay, also ich sollte die Tests dann auch immer schon so anlegen, dass ich ganz unabhängig von irgendwelchen Daten... Sind. Ganz genau, es gibt keine Daten, die du nicht selber gemacht hast. Mhm. Ne? Ein Test darf sich nicht darauf verlassen, dass irgendjemand anders irgendwas hinbereitet hat, wie es sein soll. Es sei denn, es steht im Handbuch. Mhm. Ne? Weil wir testen ja Requirements letztlich. Und alles, was nicht irgendwo wohl definiert steht, ist kein gültiges Requirement. Das ist Zufall. Genau genommen. Ne? Und das im Zufall kann man nicht testen. Mhm. Deshalb stört mich persönlich auch die Verwendung von diesem Faker, weil der Zufallsdaten generiert. Wird gerne benutzt, um Benutzernamen zu bauen, die es mit Sicherheit noch nicht gibt. Das heißt, man sagt User plus irgendeine Random-Nummer.
Der Vorteil ist halt, wenn man die Tests lokal ausführt, dann lässt man nicht jedes Mal 5 Minuten einen Test komplett durchlaufen, sondern will immer nur einen Test ausführen, deshalb, um zu testen. Deshalb lässt jeder Test hinter sich aufgeräumtes Gelände, damit genau dieses Problem nicht passiert. Weil sobald du Zufallsdaten drin hast, kannst du dich auf den Test nicht mehr verlassen, weil du hast was Zufälliges getestet. Mhm. Ja, und das ist nicht wirklich gut. Ja, es gibt Marktsituationen geben, wo es sinnhaftig ist, wenn ich zum Beispiel Massendaten brauche oder sonst irgendwas. Aber es macht mehr Sinn, die einmal zu generieren, in eine Datei zu schreiben und von da aus dann zu lesen, dass du bei jedem Durchlauf dieselben Daten hast. Weil sonst kannst du unter Umständen einen Fehler nicht reproduzieren, weil der zufällig daran hängt, dass ein Pi direkt nach einem Epsilon kommt. Ja? Nur dann passiert der Fehler. Deine Zufallsdaten haben das einmal in 1 Million Durchläufe gemacht. Du findest den Fehler nie. Ja, du findest sowas nur, wenn du immer konsistente Daten hast und sie immer gleich sind. Zufallsdaten haben in Tests nichts verloren. Bitte? Oder dann überhaupt nicht. Ja. Wenn es ein Test geht, ist, dass man noch nicht kennt oder erkennt hat, richtig, dann machen Zufallsdaten Sinn. Das ist aber eine andere Art von Test. Da schmeißt du generell Zufallsdaten rein, das sind diese Random-Tests, und guckst, ob du irgendeine Situation findest, die das Zeug bricht. Das ist eine andere Art von Test. Das sind weder Unit-Tests noch Acceptance-Tests. Das ist eine eigene Testklasse. Fehlkopf total hilfreich, wenn ich viele Daten brauche, nicht wirklich spezifische Daten, sondern wenn ich einfach, ich sage mal, 100.000 Namen irgendwie in der Tabelle drin brauche, um zu gucken, wie das System sich verhält in der Situation. Ja, dann bin ich aber du hast recht. Da bin ich auch so weit einig, dass du es mit Faker generierst, aber in einer Datei schreibst, dass du beim nächsten Durchlauf dieselben Daten hast. Dann machst du es richtig. Du meinst jetzt eher dieses und dann einmal produzieren, es gibt das Passwort nicht, oder das Passwort ist falsch, und einmal das produzieren, User gibt es nicht und einmal ein richtiges. Also das sind mal alle Extremfälle. Ja, natürlich neigt man dazu, erstmal den Happy Path zu machen, ne? Wie das Programm eigentlich laufen soll. Den schreibt man gerne, der macht Spaß. Ja, aber man muss auch immer die testen, was kann hier schief gehen. So, man weiß es nicht immer, was schief gehen kann. Und diese Aufteilung in Klassen, also wenn ich diesen Parameterbereich benutze, erwarte ich Probleme. Bei dem habe ich mit Sicherheit Probleme. Hier hat es immer zu klappen. Diese Aufteilung ist schwierig, und das ist auch das, warum es den Beruf des Testers gibt. Das sind nämlich die, die das nicht richtig gelernt haben. Die lernen das jahrelang, bis sie das können. Aber die haben auch eine andere Ansicht der Welt. Der richtig. Der war die Ansicht der Welt, zu zeigen, dass seine Applikation funktioniert. Der Tester hat die Ansicht der Welt zu zeigen, dass ich kann sie kaputt machen. Ich kann sie kaputt machen. Ja. Und ein guter Tester hat auch genau die Einstellung. Ich krieg das Ding kaputt. Ja? Nur gibt es bei Testparametern immer Grenzen, die relativ einfach zu finden sind. Zum Beispiel so Vorzeichenwechsel. Ne? Oder wie beim Millennium-Problem, wenn halt ein Jahrhundert überschritten wird. Solche Geschichten, solche Grenzen, die kann man relativ einfach finden, kann man auf diese Grenze testen, einen davor, ne, und direkt drauf und einen danach, dann hat man die Bereiche schon mal grob abgedeckt. Solche Geschichten. Ne. Aber diese Fälle zu finden, ist eigentlich die große Kunst. Hier war es einfach, weil ich habe entsprechende Fehlermeldungen ja auch im Code vorgesehen. Ne, ich will ihm ja sagen können, wenn er ein falsches Passwort hat, dass er sich nicht einloggen kann. Und ich will ihm sagen können, wenn der Benutzername nicht existiert, dass er sich nicht einloggen kann. Ne, aus Sicherheitsgründen meine ich, ihm in beiden Fällen dieselbe Meldung geben zu müssen. Ist Geschmackssache. Da gibt es auch verschiedene Ansichten. Aber es sind im Prinzip zwei verschiedene Fälle, auch wenn ich sie im Endeffekt gleich behandeln will. Also muss ich diese Fälle auch getrennt prüfen, natürlich. Ne? Was hier jetzt nicht drin war, war der Fall, dass beides falsch ist. Weil das war mir jetzt egal. Ne, es reicht mir, dass, wenn einer falsch ist, weil ich gehe davon aus, erstmal, dass wenn beide falsch ist, dass er das nicht plötzlich, ne, Minus mal Minus gibt Plus, aber in diesem Falle nicht. Ja, könnte aber sein. Das heißt, irgendwann stellt sich heraus, vielleicht, dass wenn man beides falsch macht, kann man sich trotzdem einloggen. Ne, könnte ja sein, dass ich eine Passwortprüfung mache mit, ne, not, ne, ja, ich mache zuerst eine boolesche Variable, die sagt, Success gleich False, ne, und dann False, 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 und zweimal negiert, ist es true oder so, dann habe ich ein Problem. Dann schreibe ich aber einen neuen Test, sobald ich so ein Problem finde. Stelle fest, dass dieser Test mit der aktuellen Version tatsächlich rot ist, dass er also nicht tut, wie er soll.
Wenn ich beides falsch eingebe, erwarte ich ja, dass ich ein Problem kriege. Ich kriege aber kein Problem, dann habe ich ein Problem. Ja? Ich habe damit aber diesen Bug praktisch verifiziert. Das heißt, ich habe jetzt bewiesen, es gibt diesen Bug. So, und dann mache ich diesen Test einfach grün und dann ist der Bug weg. Und ich habe es bewiesen und der kommt nie wieder. So macht man eigentlich richtig Bugbehandlung. Ja, indem man, sobald irgendeine Meldung reinkommt, hier gibt es einen Fehler, schreibt man ein Stück Programm, das nennt man Test, das diesen Fehler nachvollzieht. Und sobald das erledigt ist, ne, sobald das funktioniert, also der Test rot ist, macht man ihn grün und der Bug ist weg. Und zwar bewiesenermaßen. Weil es gibt ein Stück Code, das es beweist. Ne? So macht man das eigentlich richtig. Soweit sind wir aber in Joomla leider noch nicht so ganz. Aber ich hoffe, wir kommen da noch hin. Weil wir hatten auch Zeiten, da hatten wir überhaupt keine Tests. Ne, dann kamen die Unit-Tests. Jetzt sind wir so weit, dass wir die Akzeptanztests mit reinkriegen. Und dass wir diese Bug-Kultur reinkriegen, denke ich, werden wir in den nächsten 5 Jahren auch noch schaffen. Okay, gibt es noch Fragen? Dann sage ich vielen Dank und wünsche euch viel Spaß beim Schreiben von Tests.